Hallo und herzlich willkommen bei den Papierverrückten. Ich bin's, die Christina, und ich war beim Action-Einkaufen und bin nicht drum herum gekommen um die neuen Sachen. Was ich gekauft habe und was es Neues gibt, das seht ihr gleich im Anschluss. Bleibt dran! Zu den älteren Sachen. Nicht ganz neu gehört dieser Block hier, der ist eben cool, um den Cardstock aufzufrischen. Da habt ihr weiße Papiere, dann eben einmal in Craft und einmal in Schwarz mit dabei. Und das Tolle ist, dass ihr da unterschiedliche Grammaturen habt. Und zwar, ich gehe mal näher ran hier. Ihr habt 3x10 Blätter, also in den unterschiedlichen drei Farben, 120 Gramm. Pro Quadratmeter und einmal das Ganze noch in 200 Gramm pro Quadratmeter, also ein bisschen dicker. Das finde ich eben richtig cool, weil man hat ja manchmal auch Projekte, wo man jetzt zum Beispiel keine Kartenbasis faltet, sondern dann Einleger macht zum Beispiel, und da ist das eben richtig, richtig genial. So, dann habe ich mir hier diesen Dekodraht mal mitgenommen. Da möchte ich an Weihnachten einfach so ein bisschen Anhänger, Geschenkanhänger biegen. Bin mal gespannt, wie das wird. Aber ihr wisst schon, mit so Holzkugeln und so. Ich hoffe, dass ich dazu komme. Aber das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Der ist jetzt hier in Schwarz. Den gab es auch noch in anderen Farben. Aber ich wollte es natürlich neutral haben. So, dann habe ich meinen Vorrat einmal aufgefüllt an Hot Foil. Oder Heat Active Foil Folie. Einmal in Gold, in Rosé und einmal in Silber. Da steht Blut drauf, aber es ist definitiv Silber. Ihr seht demnächst auch wieder ein paar Projekte, in denen ich diese Folien hier benutze. Und ja, das ist immer gut, wenn man die eben zu Hause hat. Wenn es interessiert, was man damit alles anstellen kann, außer Karten gestalten, der kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu weitere Ideen haben wollt. Oder wenn ihr gar noch nicht wisst, wie man mit diesen Dingern hier umgeht. Mache ich gerne Videos dazu. So, dann... auch noch nichts, was mit Weihnachten zu tun hat, sondern hier mit Lovely Flowers. Das ist so ein Paperpad mit 15x15 cm. Da sind 36 Sheets, also Blätter drin. Und zwar unterschiedlich gestaltet. Ihr habt zum einen hier immer drei Blätter von einem Design. Das hier ist jetzt hier mit diesen wunderschönen Kannen. Und den Blumen finde ich echt toll. Und da habt ihr das beidseitig bedruckte Papier mit diesen Blümchen hier. Eben dreimal. Dann habt ihr hier so Tags, sage ich jetzt einfach mal. Oder einfach so Ausschneidfelder. Auch dreimal. Und die sind dann auch noch beidseitig bedruckt. Und ihr habt dieses schöne Blumenmotiv drauf. Dann habt ihr das gleiche in einem anderen Design mit dieser Rückseite. Das ist so ein Marmoreffekt. Finde ich jetzt nicht ganz so schön. Da nehme ich dann auf jeden Fall die Vorderseite. Und dann nochmal sowas zum Ausschneiden. Und da wiederholen sich dann eben auch die Designs von den größeren Papieren. Und da ist jetzt hinten so ein ganz schönes Rautenmuster drauf. Dann kommen wir auch schon zu den folierten Blättern. Da habt ihr jetzt Pünktchen mit folierten silbernen Herzchen. Die sind jetzt nur einseitig bedruckt. Dann habt ihr folierte Teile, die ihr einfach ausschneiden könnt. Entweder ihr schneidet die Kästchen aus oder ihr schneidet das Motiv aus. Das ist ja euch überlassen. Und das Ganze dreimal. Und dann noch dreimal foliertes Papier. Einmal, also im Dreierpack natürlich, folierte Sprüche und Motive, die man eben ausstanzen oder ausschneiden kann. Und dann kommen wir auch schon zu den Cutouts, die ihr eben entweder austrennen könnt
oder drin lassen und einfach diese Kästchen ausschneiden. Oder ihr trennt es raus und klebt das Ganze erhöht zum Beispiel auf. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das wäre einmal das Motiv, dreimal. Das Motiv, das hier finde ich richtig, richtig schön. Ich mag ja solche Frames und so. Echt toll. Und dann noch das Motiv hier. Und einmal das Motiv. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Das ist dieser Block hier. Es gab, glaube ich, auch noch ein paar mehr, aber der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ist halt cool, wenn man zum Beispiel so Planer macht oder eben Mini-Alben. Da kann man diese Cutouts und Papiere eben gut verwenden, weil alles gut zusammenpasst. Dann kommen wir zu diesem Block hier. Den habt ihr bestimmt schon bei anderen Kanälen gesehen. Der heißt Believe in Yourself. Den fand ich eben mega toll jetzt für den Herbst. Ihr könnt es auch hier schon so ein bisschen erkennen. Diese Farben und Blätter und so, das erinnert mich jetzt einfach an diese Jahreszeit, die jetzt auf uns zukommt. Beziehungsweise, wenn ich aus dem Fenster schaue, sind wir fast schon mittendrin. So, ich zeige euch mal ganz kurz, was dieser Block hier so alles drauf hat. Es sind 24 Blätter drin, die zweifach bedruckt sind. Grammatur haben wir, glaube ich, eine 250er Grammatur, also ein bisschen dickeres Papier. Und ich drehe den jetzt einfach mal um, sodass ihr immer beide Designs sehen könnt. Hier haben wir einfach so kleine Sternchen. Das ist auch ein Papier, das kann man immer einsetzen. Und das hat hier so rosa eine Hintergrund. Also das ist so blau, leicht rosa. Also nicht hartes Weiß, sondern so ein bisschen rosa, damit es eben passt. Dann haben wir hier Pünktchen. Dann haben wir hier so Hände, die unterschiedliche Zeichen und Symbole machen. Aber schaut euch mal dafür das hier an. Das ist der Oberknaller. Dezent eingesetzt ist es bestimmt mega, mega cool. Also das erinnert mich jetzt einfach total an den Herbst. Ich kann mir da nicht helfen. Dann habt ihr hier wieder so eine Seite mit unterschiedlichen Kartenauflegern zum Beispiel. Das kann man einfach ausschneiden. Kann man auch gut für Scrapbooking benutzen oder für einen Planer, weil man hier eben Dinge reinschreiben kann. Oder hier irgendwie noch was reinstempeln. Also echt auch richtig toll. Und dann habt ihr hier dieses Papier hier im Hintergrund, also auf der Hinterseite. Auch richtig, richtig cool. Das ist eher neutraler, ist auch mega toll für Herrenkarten. Dann wieder Pünktchen, die aber so leicht schräg verlaufen. Ein ganz neutrales, hellblaues Papier. Kommt jetzt nicht ganz so gut raus, ne? So vielleicht. Schönes hellblaues Papier. Dann hier wieder so ausschneidbare Rahmen. Dieses schöne Muster hier. Wieder die Hände. Und das hier, das knallt ordentlich. Das ist wie so eine Art Graffiti. Und damit weiß ich jetzt irgendwie noch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Wie gut, dass die Rückseite dafür richtig, richtig schön ist. Das gefällt mir so gut. Und dann haben wir eben auch wieder hier so eine Seite mit Sprüchen in unterschiedlichen Farben, die eben auch zum Papier passen. Das zieht sich ja einfach durch dieses Farbschema. Das sind englische Sprüche, da kann man sich einfach was rausschnippeln, wenn man braucht. Dann habe ich einmal hier so Konfetti oder bunt gefärbten Reis. Wieder die Sternchen vom Anfang, bloß jetzt mit rosa Papier. Dann einmal Streifen, sowohl in rosa als auch in hellblau. Wieder was für den Planer. Theoretisch kann man sich ausschneiden. Und dann haben wir noch rosanes Papier. Nochmal diese Graffiti-Seite. Handgezeichnete Linien, die so ein bisschen wild sind, finde ich echt toll. Und dann nochmal Pünktchen und dann sind wir auch schon in der Mitte angelangt und dann wiederholt sich das Papier einfach nochmal, wie ihr sehen könnt. Also ihr habt von jedem Papier theoretisch zwei oder ihr benutzt einmal die Vorderseite und einmal die Rückseite, je nachdem. Genau, das ist der Block Believe in Yourself. Und da muss ich gestehen, kommen wir auch schon zum Weihnachtszeug.
ich scheue mich noch davor, mit dem Zeug auch tatsächlich, mit dem Bastelzeug auch zu arbeiten und mich da schon intensiv damit zu beschäftigen, denn für mich ist jetzt definitiv erstmal Herbst. Ich sehe überall auf YouTube schon bei diversen Kanälen, wie Weihnachtskarten und Weihnachtsbasteleien gestartet werden, aber für mich ist das einfach noch zu früh. Also ich fange allerfrühestens Ende Oktober an. Nur damit ihr es schon mal wisst, also Weihnachten ist bei mir noch nicht. Bei mir kommt jetzt erst der Herbst. So, aber was zum Herbst passt, was aber schon beim Action in der Weihnachtsabteilung ist, sind diese Baker's Twine. Also diese Kordel in diesen wunderschönen Herbstfarben, die man natürlich auch für Weihnachten verwenden kann, keine Frage. Aber für mich ist das schöner, das sind echt schöne Herbstfarben. Das ist einmal grau, so beige, grün und Terrakotta mit Goldfäden. Das funkelt auch noch so schön. Und da habe ich alle vier Farben mitgenommen, weil ich die einfach so mega toll finde und die kann man immer verwenden. Das ganze Jahr über. So, und jetzt kommen wir aber tatsächlich zu Weihnachten. Ich habe mir hier diese 3D-Deko-Snow Flasche hier gekauft mit drei unterschiedlichen Glittern drin, einmal weiß, gold und silber. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wenn man diese Glitterteile hier nicht verwenden möchte, kann man die auch wunderbar für Shaker Cards verwenden. Da werde ich definitiv auch mal noch ein Video dazu machen, wie das Ganze funktioniert. Da werde ich das euch auch zeitnah liefern, damit ihr natürlich auch sehen könnt, wie das Ganze sich macht, wie sich das verhält, damit ihr das natürlich auch noch kaufen könnt. Aber wie gesagt, mit dem Rest werde ich, das ist jetzt eine Produktvorstellung, aber ich werde definitiv nichts damit basteln. Ich werde euch nur zeigen, wie es geht. So, dann kommen wir zum Papier, beziehungsweise zum Weihnachtsbasteln. Da habe ich diese Do-It-Yourself-Card-Making-Blöcke mitgenommen. Das sind einfach schon Cutouts, die man einfach raustrennen kann. Das Wichtige dabei ist, dass ihr diese Grußkarten, Kartenrohlinge noch selber machen müsst. Ja, das heißt, ihr müsst 4x10x15 cm, 15x10 cm und 13x13 cm jeweils vier Kartenrohlinge, soviel ich weiß, anfertigen, so dass ihr dann diese Karten basteln könnt und auch das, was da drin ist, aufkleben könnt. Das ist nämlich nicht enthalten. Drauf ist das Symbol, man kann es einfach nur austrennen, man muss es nicht ausschneiden. Ich empfehle das aber trotzdem hin und wieder nochmal nachzuschneiden, weil es gibt einfach solche Nupsis und teilweise ist es nicht so dolle, sodass man da nochmal nachschneiden muss, wenn man es natürlich genau halten möchte. Ich stelle euch gleich mal meinen Lieblingsblock vor, das ist dieser hier, den finde ich wahnsinnig toll. Das sind einfach so meine Weihnachtsfarben, so erdige Töne, grün. Das mag ich unheimlich gerne und da habt ihr eben hier schon mal für die erste Karte das Material. Der Engel gefällt mir jetzt nicht so, das ist für mich zu kitschig, aber alles andere auf dieser Seite lässt sich wunderschön verwenden. Und das könnt ihr jetzt eben einfach einmal austrennen. Die sind foliert und glitzern richtig schön. Oh, ich finde das so schön. Diese Rahmen finde ich toll. Und ihr habt immer da drin nochmal das Kleine, so wie die Karte aussehen soll. Das könnt ihr dann auf den Innenteil oder in den Innenteil dann kleben, zum Beispiel. Ich blätter mal weiter durch und zeige euch auch die anderen Blöcke im Schnelldurchlauf. Thank you.
Tolle an diesen Card-Making-Sets ist natürlich, dass ihr nicht viel nachdenken müsst, sondern hier schon alles vorgebastelt habt und da einfach schauen könnt, wie man basteln kann. Ich werde mich natürlich nicht daran halten, ich werde andere Karten damit basteln, aber als Guideline ist das richtig, richtig toll. Dann stelle ich euch diesen Lux Paper Block vor. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Christmas Market, weil da einfach Christmas Market draufsteht. Das ist diese hier. Ich finde den mega, mega cool. Ein paar Dinge sind dabei, die finde ich jetzt ziemlich kitschig. Die werde ich einfach meinem Sohn geben zum Spielen. Aber den Rest werde ich natürlich verbasteln. Ihr habt da Papier mit drin und Metallic Papier oder so besonderes Papier und Vellum bedruckt. Und eben die Cutouts. Ich zeige es euch einfach mal. Also hier starten wir einfach mal mit Cutouts. Das wäre dieser wunderschöne Kranz hier mit unterschiedlichen Blüten. Und ach, das finde ich auch wieder sehr schön, weil das eben meine Weihnachtsfarben trifft. Dann habt ihr Vellumpapier bedruckt mit englischen Sprüchen. Kann man in den Planer kleben oder sonst irgendwie zum Kartenbasteln nehmen. Dann eben das Metallic-Papier. Da habe ich leider schon ein bisschen was eingedrückt, egal. Und dann habt ihr jetzt diese wunderschönen Papiere. Diesen Aquarell-Look finde ich mega, mega schön. Damit lässt sich eben viel machen. Und die Blätter sind jetzt erstmal einseitig bedruckt, sodass ihr euch auch gar nicht entscheiden müsst. Dann habt ihr hier so Baumwolle und Tannenzapfen und ein bisschen Grün, auch schöne Farben. Das ist jetzt ein Papier, das würde ich jetzt eher weniger so verwenden. Aber man kann zum Beispiel die Häuser ausschneiden und auch die Tannenbäume. So kann man das natürlich auch ein bisschen aufdröseln, sodass es nicht mehr ganz so knallt. Dann habt ihr hier irgendwelche Bärchen, auch mega, mega schön. Dann den Weihnachtsstern in Weiß. Das ist auch ein wunderschönes Papier. Nochmal diesen schönen Aquarellhintergrund. Oh, dafür kann ich mich echt begeistern. Dann so Cremefarben mit weißen Pünktchen. Ihr seht sie so ganz dezent. Auch ein schönes Papier. Dann den Weihnachtsstern. Da würde ich jetzt wahrscheinlich auch eher schneiden, als das wirklich als Hintergrundpapier zu verwenden oder als Motivpapier. Und dann kommen wir auch schon zu den Cutouts. Da haben wir eben hier unterschiedliche Motive, Häuser, aber auch Interieur. Hier ist jetzt was zum Thema Christmas Market mit dabei, aber nicht nur. Also ihr habt hier nicht nur Karussell und Imbissbuden, sondern ihr habt hier auch schönes Fachwerkhaus, Weihnachtsbäume. Und da ist eben auch wieder dieses schöne Motiv hier dabei, das wir auch aus dem Do-It-Yourself Card Making Kit kennen. Und die sind wunderschönen Kränze. Also deshalb habe ich es hauptsächlich gekauft. Und dann kommt hier mal so ein Vellumpapier und dann sind wir auch schon durch. Damit sich das Weihnachtsbasteln auch noch lohnt, habe ich noch dieses Papercraft Set hier gefunden. Das war noch das einzige im Regal. Da hatte ich richtig Glück und das ist auch das, was ich besonders schön finde, denn es hat hier auch wieder diese schönen Farben hier. Es ist eher so in Schwarz Natur gehalten. Ich zeige euch mal die Rückseite hier. Habt ihr diese Die Cuts, also die Ausstanzungen. Dann habt ihr 6-mal dieses doppelt bedruckte Papier. Echt richtig, richtig toll. Dann habt ihr hier diese Tags mit dabei, diese Geschenkanhänger. Dann noch doppelt bedrucktes A5-Papier, 2 Stickerbögen, goldene Glöckchen und noch so ein Garn mit dabei. Ich packe es jetzt nicht extra aus, weil sonst muss ich das wieder umverpacken. Aber das ist noch dieses Set hier. Mit dem kann man eben auch ganz toll Karten basteln. Und dann kommen wir auch schon zu den Stanzen. Da habe ich vor allem bei den Hintergrundstanzen auch zugeschlagen, weil ich die traumhaft schön finde und die eben auch so vielseitig einsetzbar sind, nicht nur an Weihnachten. Das wären einmal die zwei hier. Das ist eben so eine Stitched-Optik, so eine Stitched-Holz-Optik. Und hier diese Schneeflocken, die kann man eben auch sonst außerhalb der Saison verwenden. Dann habe ich dieses wunderschöne Set hier bekommen.
Da sind eben schöne Blätter und Zweige drin. Auch die kann man das ganze Jahr über gut verwenden. Einmal die Wichtel. Wichteldame und Wichtelherr. Echt süß. Den Baum finde ich mega. Und auch das Schildchen ist echt nett. Und dann noch den Tannenbaum. Da freue ich mich auf jeden Fall, mit diesen Sets hier zu basteln. So. Und das soll es auch schon an Weihnachten gewesen sein, was ich beim Action gefunden habe. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, was es sonst noch so gibt, was ich gewonnen habe bei einem Gewinnspiel von einer YouTube-Kollegin, nämlich der Sparina. Nochmal Dankeschön, liebe Carina. Da habe ich hier einmal Washi-Tape. Ich guck mal, vielleicht kann ich es auspacken. Boah. Hier unten geht's. Und da sind eben unterschiedliche Motive mit dabei. 8x3 Meter. So, und das ist das, was drin ist. Wir haben einmal hier diese süßen Elche mit der folierten Nase, diese Rudolfs, eine Häuserfront, Pinguine, Schneeflocken mit der Aufschrift Let it snow. Ihr könnt es sehen. Dann einfach hier noch so ein paar Streifen, Schneemänner, Happy New Year, kann man natürlich auch bald brauchen. Und dieses silberne hier. Da gibt es auch noch unterschiedliche Varianten von diesem Washi-Tape. Dann hat mir die Carina noch dieses Papercraft-Set zugeschickt mit den niedlichen Wintertieren. Ich drehe es mal um. Also ihr habt hier auch diese Cutouts. Eher natürlich kindlich und verspielt. So in lila-blautönen. Das sind die A4-Papiere doppelseitig bedruckt. Hier die Geschenkanhänger, die Sticker und die doppelseitig bedruckten A4-Papiere. Auch wieder Band und Glöckchen, diesmal in Silber. Mega schön. Und dann habe ich noch diesen Lux Paper Block bekommen. Den finde ich auch richtig, richtig, richtig toll. Das ist der mit dem Auto. Cozy Things heißt der. Das sind eben auch genauso meine Farben. Also richtig, richtig cool. Das sind jetzt die Cutouts. Dann habe ich hier für den Adventskalender zum Beispiel hier Zahlen. Auf Vellum kann man ausschneiden. Dann dieses Rosé Metallic Papier. Sieht man jetzt nicht ganz so gut. Bäumchen. Hier das mit dem Hirsch. Schneeflöckchen, das, ja gut, für eine Einladung zum Kaffee vielleicht, auch nochmal die Bäumchen, Baumwolle, Sternchen, Geschenke und jetzt kommen eben auch wieder die Cutouts. Die Haustüre finde ich mega, die muss man ja nicht an Weihnachten benutzen, kann man ja auch zum Beispiel für eine Karte für den neuen Nachbarn zum Beispiel nehmen. So, und dann einmal noch Vellum, auch wieder so rosé bedruckt, richtig, richtig cool, gefällt mir mega. Bei dem Gewinn war dann auch noch ein Bullet Journal dabei, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, das ist das hier, 80 Blätter mit diesen Stickern noch dabei und hier ist noch so eine Tasche drin. Die Abstände sind, glaube ich, ein bisschen kleiner wie normal. Also normalerweise ist es 0,5, das sind aber nur, also 5 mm, das sind jetzt allerdings nur 3 mm von den Dots hier. Aber das ist ja nicht so dramatisch. Als Notizbuch für Bastelideen, für Inspirationen ist das natürlich genial. So, und jetzt verabschiede ich mich und werde jetzt noch eine Runde basteln. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Kreativvideo, eure Christina.